10 Pflanzen gegen Mücken. So schützen sie sich natürlich vor juckenden Stichen. Mücken sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine Plage. Insbesondere bei Wetterumschwüngen sind sie besonders aggressiv und stechen oft zu. Um sich vor Mückenstichen zu schützen, helfen nicht nur passende Sprays oder Fenster- und Türvorrichtungen, auch Pflanzen schützen sie. Denn die biologischen Helfer sondern Düfte ab, die Mücken fernhalten. In diesem Video finden Sie 10 Pflanzen, die sich gegen Mücken eignen. Den Anfang macht die Zitronenmelisse. Die Zitronenmelisse zählt zu den Lippenblütlern und kommt ursprünglich aus Asien. Ihre eiförmigen Blätter sind für unsere Sinne ein wahrer Genuss. Sowohl als Garnitur auf Speisen, als auch die Duftaromen, die die Pflanze absondert, empfinden wir als frisch und angenehm. Mücken empfinden den Geruch hingegen als stechend und halten Abstand zu der Pflanze. Es empfiehlt sich daher, die Zitronenmelisse in der Nähe von Sitzbereichen anzupflanzen. Einen weiteren positiven Effekt hat der Anbau natürlich. Gleichzeitig hat der Anbau noch einen weiteren positiven Effekt, denn die Zitronenmelisse ist auch unter dem Namen Bienenblatt bekannt, da sie Bienen in ihren Garten lockt. Basilikum. Auch der Geruch von Basilikum ist für Mücken sehr unangenehm. Das Kräuterbeet freut sich jedoch sehr über den Anbau. Basilikum können sie perfekt in unterschiedlichste Speisen integrieren und genießen. Der milde Geruch ist für uns Menschen zudem sehr angenehm. Möchten Sie Basilikum anbauen, empfehlen sich vor allem Hochbeete im Außenbereich oder Töpfe im Innenbereich. Möchten Sie Ihr Basilikum gut pflegen, sollten Sie auf ausreichend Wärme sowie eine regelmäßige Wasserzufuhr achten. Darüber hinaus sollte der Boden hin und wieder mit organischen Düngemitteln angereichert werden. Rosmarin. Ein weiteres Gewürz in unseren Kräuterbeeten ist Rosmarin. Dieser kommt besonders gern für Kartoffelgerichte zum Einsatz. Rosmarin ist eine sehr robuste Kräuterart und kann daher gerne in Außenbereichen angepflanzt werden. Auch die Kultivierung in einem Topf ist denkbar. Wichtig ist, dass der Boden hier etwas Kalk beinhaltet. Während viele Pflanzen nur als kalktolerant oder sogar als kaltempfindlich gelten, benötigt Rosmarin kalkhaltige Bodenstrukturen zum Anwachsen. Zudem sollte der Boden durchlässig sein. Benötigen Sie Rosmarin für Speisen, können Sie einfach die Zweige des Krauts abschneiden und nutzen. Die Ringelblume. In Insektiziden befindet sich oftmals ein Inhaltsstoff, der aus der Ringelblume gewonnen wird. Das macht die Ringelblume zu einer der Pflanzen, die eine natürliche Abwehr gegen Mücken darstellen. Auch hier halten sich Mücken wieder aufgrund des Geruchs fern. Ringelblumen sind einjährige Blumen, die besonders schön in Balkonkästen oder Kübeln zur Geltung kommen. Auch diese können und sollten Sie in der Nähe von Sitzbereichen anpflanzen und auf diese Weise Mücken vertreiben. Die Blumen benötigen nur wenig Wasser und gelten als sehr pflegeleicht. Blühen tun sie in gelben und orangenen Tönen. Die Katzenminze. Auf Katzen hat die Katzenminze bekanntermaßen eine ganz besondere Wirkung. Sie kann diese zum Spielen animieren oder beruhigen. Viele Katzenbesitzer schwören aus diesem Grund auf dieses Kraut und pflanzen es in ihre Kräuterbeete. Mücken mögen den Geruch hingegen gar nicht. Die Lippenblütler sondern mit ihren Blüten einen für Mücken unerträglichen Geruch ab. Für die Pflege der Katzenminze können Sie auf eine sparsame Wasserzufuhr setzen und die Anpflanzung sowohl im Beeten als auch in Kübeln vornehmen. Sollten Sie eine Katze haben, empfehlen wir Ihnen die Anpflanzung in einem Hochbeet oder eine für Katzen nicht zugängliche Stelle. So können Sie die Katzenminze nutzen, wann Sie es wollen und wenn es nötig ist. Duftpelargonien. Pflanzen wie die Duftpelargonie verzaubern uns mit ihrem feinen Duft, der Bereiche im Garten in eine Duftwolke hüllt. Mücken sind in dieser garantiert nicht zu finden. Die Pflanze zählt zu den Sommerblumen und ist entsprechend zwischen April und August in unseren Gärten beheimatet, also in der Hauptsaison der Mückenzeit. Bodenstrukturen dürfen gerne etwas Kalk beinhalten und die Wasserzufuhr darf sparsam sein. Für die Ausbringung empfiehlt sich Blumenerde. Sie bietet optimale Nährstoffbedingungen für die Pflanze. Feuerbohnen. Feuerbohnen sind mit ihrer glockenförmigen Blütenanordnung nicht nur schön anzusehen, sondern sind auch Nutzpflanzen. Die Schoten sowie deren Samen sind verzehrfähig und können leckere Zutaten in herzhaften Speisen darstellen. Bitte achten Sie vor dem Verzehr der Bohnen jedoch immer darauf, dass Sie diese zuvor kochen. Nur so können giftige Stoffverbindungen entweichen. Die Feuerbohne wirkt wie ein großer Strauch im Garten. Bei Anpflanzung können Sie der Feuerbohne entsprechend einen größeren Raum im Garten geben. Die buschige Form eignet sich zudem hervorragend als Sichtschutz. Dekorativ ist sie obendrein. Wacholder. Das Zypressengewächs gilt als Heilpflanze, das unter anderem bei Verdauungsbeschwerden in Form von Tee Abhilfe schaffen kann. Zudem bewahrt uns die Pflanze vor Mückenstichen. Möchten Sie den Wacholderstrauch im eigenen Garten kultivieren, sollten Sie auf passende Bodenverhältnisse achten.
Ein kalkhaltiger und durchlässiger Boden ist empfehlenswert. Der Standort sollte halbschattig sein. Trauen Sie sich und pflanzen Sie den Wacholder direkt in die Erde ein. Die Pflanze ist frosthart und pflegeleicht. Überwintern kann sie somit sehr gut an Ort und Stelle. Eukalyptus. Die ätherischen Düfte von Eukalyptus wirken auf uns beruhigend und stressbefreiend. Stress durch lästige Mückenstiche bleiben uns mit dieser Pflanze ebenfalls erspart. Diese halten sich nämlich fern von ihr. Den Eukalyptus können Sie im Garten oder als Zimmerpflanze halten. Doch auch getrockneter Eukalyptus wirkt nicht nur schön, sondern sondert auch noch eine Duftwolke ab, die als Schutzschild gegen die Mücken wirkt. Besonders eignet sich Eukalyptus für die Anpflanzung in Kübeln. So können Sie diese auch gut überwintern, wenn es im Außenbereich zum Ende des Jahres hin kalt wird. Und die letzte Pflanze auf unserer Liste der Pflanzen gegen Mücken sind Geranien. Geranien wirken in Pflanzgefäßen als überhängende Hecken oder freistehend mit ihren bunten, rosaroten und weißen Farben wunderschön. Je nach Art können sich die Farbwelten unterscheiden. Im Sommer bieten sie sich als Balkonpflanzen oder Umrandungen des Sitzbereichs im Außenbereich an. Bestenfalls ist der Standort durch eine Terrassenüberdachung oder ähnliche Überdachungen wettergeschützt. So verkleben die Blätter der Pflanze bei Regen nicht. Der buschige Wuchs der Blumen kann, je nach Größe und Höhe der Anpflanzung, auch als natürlicher Sichtschutz dienen. Durch Kürzungen der Äste können Sie die Geranie zudem beliebig in Form schneiden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.